Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere hier auf dem Pixelhelden Kanal mit mir, dem Ray. Der Temple of Speed Monza, der große Preis von Italien, steht als nächstes an. Doch bevor wir natürlich unsere Höchstgeschwindigkeit ausfahren können, gibt es noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen. Und da springt auch schon ein Sponsor-Erneuerungsbildschirm entgegen bezüglich unseres Sekundärsponsors. Und da gehen wir ganz kurz mal auf Verwalten, weil ich glaube, das dürfte auch der Sekundärsponsor sein, wo es um den Rivalen geht. Und ich habe ja keinen Rivalen, beziehungsweise die Rivalen, die mir vorgeschlagen werden, sind in der Regel einfach zu stark. Auch wenn die letzten Rennen verhältnismäßig sehr gut laufen, ich glaube, das ist leider noch kein Normalzustand. Es wäre natürlich schön, wenn es zum Normalzustand wird. Ja? Zumindest mal in der zweiten Saison wäre das schon ganz cool. So, wir gucken einfach mal. Ich würde wieder nach wöchentlichem Einkommen erstmal sortieren und dann schauen wir mal, was wir haben. Genau, den hatten wir nämlich hier Rivalen beim Qualifying schlagen, aber ja, haben wir eigentlich so gut wie nie hinbekommen. So, was kann der hier? Verdiene 15. Okay, nee, kann man vergessen. Schließe einem Rennen mindestens 100. Nee, können wir auch vergessen. Werde Fahrer des Tages. Ja, schwierig. Ja, das kann man. Man kann es ein bisschen forcen, indem man einfach immer vom letzten startet. Dann hat man immer gute Chancen, den zu bekommen, weil es geht im Spiel einfach nur darum, wer die meisten Plätze gut macht im Rennen. Aber naja. So, das macht auch keinen Sinn. Qualifying macht auch keinen Sinn. Für die 5 macht auch keinen Sinn. Schlage deinen Rivalen. Ja, macht genauso wenig Sinn. Weil die schnellste Runde. Nee, macht auch keinen Sinn. Okay, ich merke schon, wir müssen ziemlich runter. Schließe ein sauberes Rennen ab. Das macht auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Sinn. Was kann Shark? Nimm mehr Punkte als das Team, das sich im Leistungsvergleich der Fahrzeuge direkt über dir befindet. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber, schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Sunburst. Schließe ein sauberes Rennen ab. Ich glaube, das ist sowas, das kann man, egal wo man ist, egal wie gut oder schlecht man steht. Ja, also ich glaube, ich gehe damit. Kann ich aber nicht annehmen, weil ich den schon habe. Ich bin so blöd. Ja, ich habe Sunburst schon als Sekundärsponsor. War nur ein Test. Ja? Wer hat ihn bestanden? Wer hat ihn nicht bestanden? Ja, gib's doch zu. Oh Mann. Gott, ich mein Game ist mindestens P15. Überhol einen bei einem Rennen 10 verschiedene. Ja, genau. Ab ohne einen Sekunden zu schneiden. Das macht vielleicht noch Sinn. Das macht vielleicht noch Sinn. Ist ein Rennen ab, ohne eine einzige Kurve zu schneiden. Also, ja. Würde ich sagen, das machen wir. Das ist auch sowas, was wir auf jeden Fall hinkriegen. Ja, die großen Perlen an Sponsoren können wir uns halt einfach noch nicht gönnen. Ja, das ist halt schwierig. Wir können aber bald unseren dritten Sekundärsponsor auch auf jeden Fall anhauen, weil wir bald Stufe 15 sind. Also, das sollte eigentlich passen. Wie ist es eigentlich? Ich gucke da jedes Mal und jedes Mal vergesse ich es. Wo ist es denn? Wie ist es denn hier? Das Zimmer 12, aber da müssen wir auf 15 sein, oder? Genau, da müssen wir auf 15 sein. Da dauert es aber noch ein bisschen, bis wir als Fahrer auf Stufe 15 sind. Gut, ja, ich habe es eigentlich schon angekündigt. Deswegen ist Qualifying heute so lala, aber wir gucken trotzdem mal, was geht. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei neue Teile ordern für den Rest der Saison. Gerade in Monza macht es, finde ich, am meisten Sinn, ganz hinten zu starten. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass egal wie es Qualifying läuft, wir höchstwahrscheinlich vom letzten Platz starten werden. Ich weiß nicht, ob ich alles neu ordere. Ich bin da noch am Überlegen, ja, was wir wirklich brauchen. Also wir können es ja schon mal hier einfach durchgehen. Beziehungsweise wir gucken erstmal, wie viele Rennen haben wir denn eigentlich noch in dieser Saison. Also, wenn wir Italien rum haben, sind es nur noch 4 Rennen. Also, ne, deswegen, wir müssen nicht unbedingt zwanghaft alles neu ordern. Deswegen, ich bin jetzt gerade mal gucken, Verbrennungsmotor könnte, wobei, er wird ziemlich leiden. Der wird ziemlich leiden. Jetzt in Monza und so weiter. Also Verbrennungsmotor könnte theoretisch vielleicht halten. So, was auf jeden Fall hält, würde ich sagen, ist auf jeden Fall MGUK. Ja, da haben wir jetzt 52%, 50% und noch ein komplett frisches Teil. Sprich, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Also MGUK brauchen wir auf keinen Fall. MGUH bin ich mir sehr sicher, dass wir da auf jeden Fall noch ein zusätzliches Teil brauchen. Energiespeicher könnte knapp werden, aber könnte man vielleicht mit dem einen Teil, was wir jetzt noch haben, irgendwie haushalten. Turbolader, safe ein neues Teil. Steuerelektronik, hoffe ich mal, dass es durchhält. Und Getriebe reicht auf jeden Fall auch safe. Sprich, wir brauchen Turbolader, MGUH und Verbrennungsmotor. Höchstwahrscheinlich diese drei Teile. Das heißt, wenn wir die jetzt ordern, dann sind wir aber schon bei 15 Platz Gridstrafe. Und ja, dann sind wir eh schon letzter. Das heißt, ich glaube, dann würde ich gleich... Ja, dann können wir eigentlich direkt auch alles neu ordern, ehrlich gesagt. Macht dann auch keinen Unterschied, ne? Ja, mal gucken. Also ich ordere es jetzt, glaube ich, oder soll ich es gleich ordern? Ich kann es ja im Training dann wieder anders auswählen oder so. Beziehungsweise ich ordere das dann zum dritten Training, glaube ich. Das passt dann schon.
Also mal gucken. Ich überleg's mir noch, aber das ist zumindest mal jetzt der Plan, ja, dass du schon mal Bescheid weißt. Ich werde es auf jeden Fall berichten, sollte sich daran nochmal was ändern. So, wir haben noch aktive Entwicklung. Eine ist ja fehlgeschlagen. Keine wird fertig vorher. Genau, und die fehlgeschlagen ist, die können wir ja auch nicht machen, weil ich kann ja nur einen Teil gleichzeitig. Genau, das andere ist in Entwicklung. Genau, ich hatte nicht genug, glaube ich, für das und dann habe ich das andere gemacht oder was weiß ich. Das war, glaube ich, umsonst. Wie auch immer. Das heißt, wir können in puncto Aero nichts machen, soweit ich weiß. Weil... Doch, das würde gehen. Okay, das würde gehen. Würde vor Japan fertig werden. Ja, Luftwiderstand wäre natürlich jetzt in Monza auch nicht schlecht. Dann Chassis haben wir gerade gar nichts. Okay. Reifenabnutzung ist ja nie verkehrt. Wir müssen halt auch irgendwann anfangen, Teile bzw. auch wieder Ressourcen zu sparen, falls eine Regeländerung kommt, die bestimmt irgendwann bald kommt. Aber ja, jetzt müssen wir mal noch gucken. Gewichtsreduktion, Reifenabnutzung. Ich glaube, ich würde mal mit der Gewichtsreduktion gehen. Auch wenn es ein teures Upgrade ist, aber ich glaube, ich würde es mal machen. So, hätten wir noch 800. Hier könnten wir jetzt auch ein zweites Teil anstoßen. Hier ja theoretisch auch. Könnten wir uns aber beide nicht leisten. Okay, Motor geht nicht. Das heißt, das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre jetzt hier bei der Strapazierfähigkeit. Könnte ich noch ein Teil anstoßen. Aber hier, das ist ja alles zu teuer. Ja, entweder sparen wir uns das und machen dann nächstes Mal. Oder ich mache halt wirklich hier noch was. Ich meine hier. Man würde jetzt auch mal nicht schaden, dass wir da mal was machen. Gerade Verbrennungsmotor. Ach nee, Verbrennungsmotor ist abgeschlossen. Entschuldigung. MGUH, MGUK. Wo hatte ich die größere Abnutzung? Ich glaube bei MGUK, ne? Wo macht es denn Sinn? Ja. Nee, H. Okay. Na, vielleicht machen wir das einfach mal. Dann machen wir einfach mal MGUH. So. Und ja, dann machen wir da erstmal nichts mehr. Dann in den Einrichtungen habe ich ja, glaube ich, gesagt, dass wir auf jeden Fall mal sparen, dass ich bei der Ressourcenpunkterzeugung reinpushe. Deswegen geben wir da gar nichts aus. Oder Mama, könnte es hier vielleicht sogar ein bisschen günstiger sein? Nee. Ja, ist, aber reicht nicht. Also deswegen, da machen wir einfach gar nichts. Das heißt, wir sind heute ziemlich langweilig, was das angeht. Aber wir haben ja auch nicht so viel Tage Zeit. Das gucke ich gerade mal. Aero-Abteilung, ja, auf jeden Fall pushen. Und Leistungsvergleich. Ja, wir haben halt kaum Entwicklung gemacht, ne? Wir sind eigentlich da, wo wir gestartet sind, sind wir jetzt quasi immer noch. Die Entwicklung geht schleppend voran, sagen wir mal ganz ehrlich. Naja, egal. Wird schon werden, dann im Hinblick auf die zweite Saison, hoffe ich doch mal. Wir haben immerhin schon mal unser, das kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf gehen, wir haben immerhin durch die guten Rennen das Saisonziel erreicht. 15 Punkte verdient. Das haben wir tatsächlich geschafft. Das heißt, das ist schon mal gutes Zielbonus. Ne? 10 Millionen sind uns schon mal sicher und das kann halt gerade in den Einrichtungen, ne? So ein, zwei Einrichtungen können wir uns da leisten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir auch noch einen teuren Fahrer verpflichten wollen. Also mal gucken. Ja? Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung. Langsam, aber stetig. Ja? Deswegen, das passt schon. So, wir gehen in der Zeit mal voran. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst, denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Ja, und genau deswegen, wenn ich Rivalen vorgeschlagen bekomme, die einfach unmöglich zu schlagen sind, dann werde ich die einfach nicht annehmen. So einfach ist es. Naja, egal. Wir können wählen eben zwischen Average Speedzone mit dem Ferrari Roma oder Rivalenduell mit dem Ferrari F8 Tributo. In der ersten Saison, also vor diesem Karriere-Neustart, bin ich mit dem F8 Tributo schon gefahren. Deswegen wählen wir in dem Fall natürlich die Average Speedzone aus. Auch wenn ich Average Speedzone, ich habe schon tausendmal gesagt, echt die schwierigste Disziplin finde. Also mal gucken, ob wir es schaffen. Zumindest mal Silber wäre doch gut. So, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt jetzt. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Okay, 183,47 müssen wir im Schnitt schaffen. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Gas hätte ich schon bleiben sollen. So, jetzt wo setze ich hier den Bremspunkt bei dem Ding? 150.
eigentlich gar nicht schlecht. Würde ich jetzt sagen. Bonn ist aber schon das Ziel. Okay, ich muss ein bisschen schneller. Ich schaffe gerade so Bronze. Okay. Okay, okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, jetzt auf dem Gas bleiben. Let's go. Also so bei 150 war, glaube ich, gar nicht verkehrt. Okay, da dreht es mich ganz schön raus. Boah, das ist halt wieder super schwierig, ne? Puh. Okay, ich muss... Ich versuche mal einen Ticken später zu bremsen, damit ich... Ja, okay. Also ich versuche es nochmal. Also ich gebe mir hier wieder insgesamt 6 Versuche, weil das ist so schwierig, da perfektes Limit zu finden vor dem Ding, wenn du das nie fährst. So ein bisschen später gebremst. Ein bisschen reintragen lassen. Jetzt richtig schön aufs Gas. Boah, das ist super schwierig, ey. Super schwierig. Zeig ja, die Average Speed Zone, da musst du so perfekt einfach fahren und das Limit kennen. Ja, machen wir noch einen Versuch. Gebe ich mir nochmal, also insgesamt 3 Durchläufe. Also, was ich versuchen könnte, wäre vielleicht... eigentlich später zu bremsen. Problem ist, ich komme hier nicht schnell genug rum. Ich meine, der Roma ist jetzt alles andere als ein Rennstreckenfahrzeug. War aber, glaube ich, trotzdem bis jetzt der beste Durchgang, vom Gefühl her. Ja, da wären wir schon mal bei 182,11. Aber ey, also, ich weiß nicht, ob ich so viel besser hinkriege. Also, boah, ich finde es echt schwierig. Klar, irgendwann kriegst du es hin. Wenn du genug Durchläufe hast, dann hast du irgendwann genau die... die Stärke des Fahrzeugs rausgefunden. Riecht halt sofort aus, wenn du zu viel Gas gibst. Aber einerseits musst du voll draufstempeln, sonst nimmst du zu wenig Schwung mit. Ja, das wird nicht besser werden. Ne. Schwierig, ey, schwierig. Okay, ich versuche jetzt im letzten Versuch. Also sonst nehmen wir halt Silber mit, ist auch okay, kann ich mit leben. Ich versuche mal wirklich nochmal später zu bremsen. Mal gucken, ob es gelingt. Ne, da schieße ich voll raus. Naja, jetzt ist es wahrscheinlich ungültig, ja. Okay, ne, dann lasse ich es dabei. Also in den wenigen Versuchen, die ich mir gebe, habe ich es nicht besser hinbekommen wie 182,11. Ja. Ist halt so. Kurz und schmerzlos, mache ich gar nicht lange drum rum. Wie gesagt, die Average Speed Zone finde ich hier sowieso richtig, richtig schwer. So, Reifenauswahl, da bleiben wir natürlich bei weich. Macht einfach mit am meisten Sinn, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie es Wetter wird. Monza auch gerne mal ein Regenpflaster. Allerdings hatten wir jetzt in letzter Zeit genug Regen. Ich hätte jetzt auch mal nichts dagegen, hier in Italien bei schönem Wetter zu fahren. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen ins Qualifying und schauen einfach mal, wie das Wetter beim Wochenende so ist. Ja, aktuell leicht bewölktes Wetter in Monza, aber kein Grund zur Sorge. Es soll das ganze Rennwochenende trocken bleiben. Auch im Training 1 bis 3 war es die ganze Zeit trocken. Eigentlich hat sogar die meiste Zeit die Sonne geschienen. Und ich denke auch mal, hier im Qualifying wird die Sonne noch durchbrechen. Im Rennen wird sowieso die Sonne scheinen, weil 2% Regenwahrscheinlichkeit, das heißt eigentlich auch kein Wölkchen am Himmel hier im Spiel. Und ja, das alles bedeutet natürlich, dass ich mich komplett auf trockene Bedingungen einstellen konnte. Und so konnte ich im Setup, würde ich jetzt mal sagen, einerseits etwas einen aggressiveren Weg gehen. Andererseits bin ich es auch nicht gegangen. Ja, ich habe natürlich geguckt, was bin ich für ein Setup in meiner ersten Saison gefahren.
was fahren so Hotlapper hier für Setups und habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen, habe dann aber auch ein bisschen ausprobiert und einmal bin ich aus Versehen mit dem Standard-Setup gefahren und dann ist mir was aufgefallen, was ja mir vielleicht hätte vor vielen, vielen, vielen Rennen schon hätte auffallen können, hätte ich mal in so ein Standard-Setup gefahren. Und zwar ist das Standard-Setup hier vielleicht in vielen Dingen nicht so geil, aber wo es richtig stark ist, ist das Rausbeschleunigen und die Stabilität vom Standard-Setup. Und ich glaube auch, dass viele, viele, die deutlich bessere Rennstarts hinbekommen als ich, weil ihr merkt ja immer, wie schwer ich mich tue mit Rennstarts, liegt vielleicht daran, dass ihr vielleicht eher auch Standard-Setups benutzt oder vielleicht etwas, was dem nahe kommt. Also ich glaube, dass ich immer, obwohl ich dachte, ich habe eigentlich ein stabiles Fahrzeug, im Grunde doch hier und da vielleicht ein bisschen zu aggressiv tatsächlich war. Aber, Entschuldigung, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach versucht, eine Mischung aus dem letztjährigen, beziehungsweise Vorsaison oder erste Saison, wie auch immer man das jetzt nennen will, Setup zu nehmen, als auch das zu kombinieren mit dem Standard-Setup, als auch zu kombinieren mit so ein bisschen Hotlapping, was die so gemacht haben. Und deswegen fahre ich 3-4 Flügel. Ich weiß, im Hotlapping fährt man auch oftmals 0-0, aber gerade auf lange Sicht gesehen halte ich da nicht viel von, aber 3-4 ist schon sehr, sehr wenig. Also, ja, Standard-Setup hat 3-13, glaube ich. Also von dem her, wir fahren auf jeden Fall weniger Flügel als die Konkurrenz. Davon können wir ausgehen. Ich fand ein bisschen Radsturz hinten. Das hat sowohl in der ersten Saison schon geholfen, als auch hier auch. Das gibt einfach nochmal die nötige Stabilität in den doch dann schnelleren Kurven, die wir ja auch haben hier in Monza. Und auch das Einlenkverhalten ist ein bisschen direkter. Und das werden wir brauchen. Denn wenn wir mal hier auf die Radaufhängung schauen, insbesondere auf den Stabi. 9-1er Stabi. Also gerade dieses Verhältnis ist das, was so eine extreme Stabilität ausmacht. 8-1 ist schon wieder viel kritischer. 9-1 ist super stabil. Klar, 10-1, 11-1 würde das nochmal verstärken. Aber dann ist halt die Gefahr da, dass das Fahrzeug gar nicht mehr um die Kurve rotieren möchte. Also dann schiebt es halt nur noch über die Vorderachse. Und das ist aber wirklich, also, ne, klar muss ich auch aufpassen, klar muss ich weiterhin Shortshiften, gerade aus den Schikanen raus, aber es verzeiht so viel mehr. Und deswegen habe ich die Hoffnung, ich habe es nicht getestet, aber ich habe die Hoffnung, dass ich auch im Rennstart diesmal nicht ganz versagen werde, ja, sofern ich den Rest alles hinbekomme. Aber das plötzliche Snap-Oversteer beim Geradeausfahren, beim Rennstart, sollte dadurch tatsächlich etwas vermieden werden. Hoffe ich. Genauso, Radaufhängung habe ich gespielt mit deutlich weicheren Werten, härteren Werten, andere Differenzen. 5-4 hat sich so als das herausgestellt, was auf die Rundenzeit gesehen wirklich das Schnellste war. Vielleicht hier nicht das Stabilste, aber definitiv dann das Schnellste und mit dem in Kombination bleibt es ja dann stabil. Dann, das kennen wir auch schon, mehr Bodenfreiheit vorne als hinten. Bei Hotlap-Setups zum Teil habe ich 8-5 gesehen und solche Geschichten, aber ich glaube, eine Differenz hier aus 2 sollte hier an Monza passen. Definitiv aber ein bisschen höher, weil man hier und da die Curbs einfach mitnehmen muss und die können echt tödlich sein und dann ist man jede Bodenfreiheit, die man halt einmal mitnimmt, froh drum, weil das kann dich ganz böse neben raus jagen und bei den Geschwindigkeiten hier ist es meistens dein Ende. So, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel groß sonst zu sagen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir schauen mal, was die Konkurrenz so treibt. Achso, genau, das vielleicht noch. Ich habe alle Teile neu, bis aufs Getriebe. Beim Getriebe, denke ich mal, das wird schon noch durchhalten und dann haben wir ja nochmal ein komplett frisches Getriebe für die restlichen 4 Rennen. Also damit sollten wir auf jeden Fall durch die Saison kommen. Dementsprechend habe ich natürlich den letzten Startplatz schon mal inne. Es geht in dem Sinne in dem Qualifying um nichts, außer um ein gutes Gefühl. Und ich glaube einfach auch so von Karrierefortschritt macht es trotzdem Sinn, ein gutes Ergebnis jetzt einzufahren, weil halt eben das Team von einer Anerkennung und auch Sponsoren von einer Anerkennung etc. das dann schon ganz gut finden, wenn wir hier trotzdem ein gutes Ergebnis einfahren. So, aber ja, jetzt gucken wir mal, was die Konkurrenz so fährt. Also wir sehen hier schon 19er Zeiten, da werden wir auf jeden Fall nicht hinkommen. Wir sehen niedrige 20er Zeiten. Also das ist schon richtig, richtig stark. Meine Trainingsbestzeit, wo ich auch ein Qualifying simuliert habe im dritten Training, war eine 1,20. Boah, 4, glaube ich. 4 oder tatsächlich 2, so wie Alex. Aber auf jeden Fall in dem Bereich. Also wir sind quasi wieder auf der Pace, wo auch unsere direkten Konkurrenten sind. Allerdings zuletzt war es ja auch oft so, dass ich im Qualifying dann doch nochmal eine Steigerung hinlegen konnte im Vergleich zum Training. Wenn mir das wieder gelingt, dann natürlich geil. Ansonsten, ja, ist es, bin ich eigentlich da, wo ich sein muss. Man muss es, oder man darf auch nicht vergessen, dass unser Fahrzeugstand jetzt das schwächste Motoraggregat hat. Also alle Teams haben eigentlich, was den Motor betrifft, besser geforscht. Sprich, uns wird wahrscheinlich über lang oder kurz auch ein bisschen die Leistung fehlen hier. Allerdings, die weniger Aero, die wir mitnehmen, gleicht das dann vielleicht wieder ein bisschen aus. Werden wir einfach sehen. So,
Müssen wir gerade gucken. Okay, unser Teamkollege ist gerade unterwegs. Da gucken wir doch vielleicht gerade mal kurz zu, was der so macht. Aber auch er wird es natürlich schwer haben in unserem Fahrzeug. Ich meine, er wird halt jetzt keine frischen Teile geholt haben, ich schon. Also ich kann immerhin aus voller Kraft schöpfen. Ja, das ist vielleicht der kleine Vorteil, den wir haben dem einen oder anderen gegenüber, der vielleicht mit etwas abgenutzeren Motorenkomponenten fährt. Weil ja, Monza müssen wir nicht drüber reden. Der ist halt Topspeed und Leistung halt alles. Und aber auch Traktion aus den Kurven raus. Und da habe ich halt diesmal gerade beim Setup sehr viel Wert gelegt. Und ich hoffe, die Rechnung geht am Ende auf. So. Ja, eine 1,26, das ist auf jeden Fall schon mal garantiert eine Zeit, mit der er sich um die letzten Plätze schlagen wird. Also wir müssen definitiv, da sehe ich jetzt schon, ganz niedrige 1,20er-Zeiten anpeilen. Mit ganz viel Glück vielleicht sogar eine hohe 19, das wäre natürlich überragend. Und das ist auch eine verdammt schnelle Zeit hier in Monza. Gerade für so ein ja, Low-Budget-Team, was wir hier haben, ist es schon echt stark, was hier für Zeiten schon wieder gefahren werden. Insbesondere natürlich wieder von Alex, der wieder da hinten alle komplett in Schatten stellt. Ja, mal gucken. Ich warte jetzt noch ein bisschen mit dem Rausfahren, ist mir noch ein bisschen zu viel Verkehr. Wir haben ja die Zeit, die Runde ist sehr kurz. Ich meine, ist der kürzeste Grand Prix im Rennkalender. Klar, von der Distanz her ist er so wie die meisten, aber weil eine Runde so schnell gefahren wird irgendwo oder man halt einfach durch die hohe Geschwindigkeit so viel Meter bzw. Kilometer zurücklegt, ist halt natürlich der Grand Prix relativ schnell vorbei. Gegenteil ist der Singapur, ist dann der Grand Prix, der am längsten geht. Was wir aber, glaube ich, gar nicht fahren in dieser Saison. Wir sind, glaube ich, nach Italien gehen wir direkt nach Japan, weil wir ja eine verkürzte Saison fahren, damit wir einfach auch mehr Karrieren hinbekommen bis zum nächsten F1-Titel. So, jetzt gucke ich gerade mal, sind alle schon eine Zeit jetzt gefahren oder ist noch jemand? Bottas, doch, fährt aber gerade seine Zeit. Okay, dann warten wir, bis Bottas über die Linie ist und dann fahren wir raus. Das hat er in dem Moment gerade getan. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Und sogar noch bis hier Drugovic reingeschoben wurde. Ja, da bin ich mal gespannt, auch wie die Grip-Entwicklung ist. Also Grip hat auf jeden Fall von Training 2 zu 3 immens zugenommen. Und meistens war es jetzt auch so, dass von 3 zu Qualifying es auch eigentlich nochmal sich gut gesteigert hat. Und dann natürlich während des Qualifyings auch nochmal. So, ja, wir gehen zur Strecke. Park für mich wird akzeptiert. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Da bin ich gespannt. Da bin ich mal gespannt. So. Ja, wir werden wie in den letzten beiden Grand Prix jetzt die Outlap eher ruhig angehen. Einfach nochmal so in Ruhe alle Knackpunkte durchgehen. Wichtig ist halt, ne, Curbs leicht mitnehmen, aber nicht zu viel. Möglichst schnell das Lenkrad gerade stellen, möglichst schnell Stabilität dadurch aufbauen, damit wir so schnell wie möglich Vollgas geben können. Denn wie gesagt, Beschleunigung, Topspeed, das ist hier das Wichtigste. So, dann die beiden Lesmos hier. 1 und 2, meine wahrscheinlich Nemesis-Kurven in Monza. Schon immer gewesen, egal ob jetzt hier Formel 1 oder GT3 oder wie auch immer. Aber diese blinden Rechtskurven sind irgendwie gar nicht meins. Aber ja, jetzt heißt es trotzdem Arschbacken zusammenkneifen und das irgendwie hinbekommen. So, Ascari rein. Ist auch wichtig, wie man da reinkommt, damit man so viel Schwung wie möglich hier durchnehmen kann. Gerade Formel 1 Auto kann da ja sehr gut durch. Aber ich laber jetzt gar nicht lange rum. Ich gehe auf Hotlap. Und jetzt zählt's erster Run. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Und wo wir stehen zeitlich.
Ja, na 1,20,3 ist okay. Auf jeden Fall. Erste Schikane, nicht ganz perfekt getroffen. Und auch Ascari war nicht ganz perfekt. Der Rest war okay. Ich denke, wenn ich die beiden zusammenbekomme, liegen da nochmal so 1-2 Zehntel. Aber mehr irgendwie nicht. Also ich sehe mich nicht hier in der 1,19 fahren. Klar, ich meine, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich das Setup ein bisschen mehr auf Stabilität Wert gelegt habe, hilft es zwar beim Rausbeschleunigen, aber halt gerade beim Kurvenreinfahren und so weiter ist es natürlich schon ja, hart an der Grenze zum Untersteuern. Und da muss man schon sehr präzise fahren. Aber ich glaube trotzdem, das Fahrzeug fühlt sich fantastisch an. Also gerade auch in Zandvoort, letztes Rennen in den Niederlanden, war das Fahrzeug so geil vom Feeling her. Und auch hier wieder, das ganze Training hat sich das Fahrzeug einfach so fantastisch angefühlt. Also, und wenn man bedenkt, dass wir wahrscheinlich jetzt trotz den komplett frischen Motorkomponenten bis aufs Getriebe trotzdem wahrscheinlich den schwächsten Motor aktuell haben, dann bin ich sehr zufrieden damit, ja. Also wir sind aktuell, bis jetzt auf Alex, ja, der halt wieder mal kompletter Überflieger ist, sind wir vor den beiden direkt konkurrierenden Teams. Wir sind sogar vor Alfa Romeo, die ja tendenziell eher vor uns stehen. Also von dem her ist es schon alles sehr gut. Und wenn ich es vielleicht jetzt schaffe, nochmal 1-2 Zehntel zu finden, wer weiß, vielleicht geht dann ja noch was in Richtung Q2. Ich meine, aktuell wären wir in Q2 auf Platz 16, aber ja, die werden auch nochmal alle nachlegen, ist super eng zusammen. Aber ich bin super zufrieden. Ja, wie gesagt, es kann jetzt nicht immer so sein, wie es jetzt in Spa oder in Zandvoort war, dass wir irgendwie keine Ahnung wie, mehr rausgeholt haben als geht. Am Ende des Tages sind wir halt einfach auch immer noch leider in einem Fahrzeug, was einfach im hinteren Drittel des Feldes gehört. Rein jetzt von der Pace her. Aber ich bin so zufrieden. Also 16 ist Bombe. Da hatten wir schon deutlich schlechtere Qualifyings. Also. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, ich nehme auf jeden Fall einen frischen Reifen. Und das muss ich nicht groß machen. Deswegen würde ich sagen, wir spulen mal vor, warten, bis die meisten rausfahren und dann setzen wir uns da hinten dran. Okay, when you're ready, let's go. Ah, da fahren einige nochmal raus, klar. Ich denke, die Strecke entwickelt sich auch ein bisschen. Kann vielleicht allein dadurch vielleicht 1-2 Zehntel nochmal drin liegen, aber wie gesagt, das wird die Konkurrenz natürlich auch reinfahren. Jetzt wieder ganz ruhig. Die Outlap zu fahren. Abstand nach hinten sollte noch passen. Zeit sollte auch locker reichen, um über die Linie zu kommen. Und dann schauen wir mal, was mich am Ende hinspült. So, wunderbar. Wir gehen auf Hotlap und ich konzentriere mich rein da.
Ja, nee, also zweite Schikane verkackt und Ascari wieder nicht ordentlich getroffen. Nee, das war gar nichts. P20, da habe ich es jetzt einfach nicht zusammenbekommen. Aber das ist halt auch Monza, ne? Easy to learn, hard to master. Und die zwei Schikanen, das hat mich irgendwie dann komplett auch rausgebracht. Das war nicht gut. Und damit verdient ausgeschieden. Und ich meine, wie gesagt, am Ende des Tages macht es nichts aus, weil wir eh eine Crit-Platzstrafe haben. Ich meine, es ist knapp, ne? Aber ja, schade. Also, wie gesagt, wenn meine Trainingsbestzeit, ich weiß nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es eine 20-2, 3 oder sowas war, aber wenn es das war, konnte ich nicht mal die erreichen. Also, ja, mit Platz 16 wäre ich zufrieden gewesen. Mit Platz 20 kann man es irgendwie nicht. Wie gesagt, unabhängig jetzt davon, dass mich eh auf Platz 22 haut beim Start, aber ja, da muss ich jetzt gucken, dass im Rennen das stabile Setup und so weiter mir einfach auf den Long Run hilft. Also sah auch zumindest mal, was den Reifenabrieb anging und so weiter, sehr, sehr gut aus. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich gucke einfach mal. Also ich glaube, es könnte ein cooles Rennen werden. Und wichtig ist halt natürlich in Monza entsprechend die Windschattenduelle geschickt und klug anzugehen. Und wer weiß, vielleicht spült es uns dann ja ein bisschen nach vorne. Wir werden sehen. So oder so, ich bin jetzt auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Leider schon nach dem Q1. Das war nicht der Plan. Also Q2 wollte ich heute eigentlich schon mitnehmen. Sah nach den Trainingszeiten eigentlich auch ganz gut aus. Aber dann hat die Konkurrenz hier doch nochmal ordentlich was an wohl wahrscheinlich Leistung draufgepackt. Wobei, ne, ich wiederhole es nochmal jetzt ganz am Schluss. Wir haben vermeintlich wohl leistungstechnisch den schwächsten Motor. Und das macht halt natürlich hier sehr, 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 sehr viel aus. Von dem her bin ich dahergehend erstmal, ja, zufrieden. Ich nenne es jetzt mal zufrieden. Ja. Einfach positiv bleiben und das Beste aus dem Rennen machen. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn du dann zum Rennen wieder einschaltest. Mach's gut und bis dann. Ciao.